Herzlich willkommen an der Friedensburg Oberschule. Hallo, ich bin Serafina, gehe in die 12. an der Friedensburg Oberschule und bin hier Schülersprecherin. Hallo, ich bin Sebastian, ich bin 12 Jahre alt und komme aus El Salvador. Ich bin Klassensprecherin, die 723. Mein Name ist Luisa Fotopoulos, ich leite die Sekundarstufe 1. Ich bin Mila aus dem 13. Jahrgang, ich bin schon seit 7 Jahren auf der Schule. Hallo, ich bin Tim Rehberger aus dem 10. Jahrgang. Hallo, mein Name ist Lara Rauschenbach, ich bin in dem 10. Jahrgang. Hallo, ich bin die Lara Jilderim aus dem 13. Jahrgang. Ich bin Schulsprecherin. Hallo, ich bin Maria, ich bin aus der 8. Klasse. Hallo, ich bin Julina aus dem 7. Jahrgang, ich bin Klassensprecherin und Jahrgangssprecherin. Mein Name ist Marlena, ich bin stellvertretende Schulsprecherin und Leiterin des Schulsanitätsdienstes. Hallo, ich bin Sven Zimmerschied, der Schulleiter der Friedensburg Oberschule. Und ich finde an unserer Schule besonders toll, dass die Schülerinnen und Schüler hier so viele Möglichkeiten haben, zu wählen, was sie lernen wollen. Dass wir so vielfältig sind und so viele Nationen hier aufeinandertreffen. Das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern sehr groß ist, dass wir halt in der Schule sehr viel mit bestimmen können. Wir haben sehr, sehr viele sehr nette Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen, und die Arbeit hier macht unglaublich viel Spaß. Jeder kann sich einbringen, wenn er das möchte, an unsere Schule und seine Ideen verwirklichen. Die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern über das Internet. Ich finde es schön an dieser Schule, dass wir so viel Vielfalt haben. Dass wir hier nicht diskriminiert werden, für wen wir sind. Dass wir so viel mitentscheiden können. Hier an der Friedensburg Oberschule lehren und lernen wir nicht nur Demokratie, wir leben Demokratie. Das heißt, in verschiedensten Gremien können wir sagen, was wir wollen. Was ich besonders an die Friedensburg Oberschule mag, sind die Notebook-Klassen. Hier an der Friedensburg Oberschule helfen wir einander und übernehmen Verantwortung.